Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Biesenbach, Sie erwarten wahrscheinlich kein Lob von mir. Sie bekommen aber trotzdem eins, so kurz vor Weihnachten. Ich will hier noch mal sagen, dass ich es ausdrücklich begrüße, dass hier mehr Stellen im Bereich der Justiz bei den Richterinnen und Richtern, bei den Staatsanwaltschaften geschaffen werden. Und letztendlich führen Sie damit ja auch einen Trend fort, den wir unter rot-grüner Zeit auch schon eingeleitet haben. Also auch wir haben ja mit den letzten Haushaltsplänen, insbesondere auch nach der Silvesternacht 2015, ja noch mal ordentlich draufgelegt, was das Personal angeht. Und ich finde es aber gut, dass Sie diesen Trend fortsetzen und mehr Personal einstellen. Und was ich auch begrüße, ist, dass Sie eine Opferschutzbeauftragte, also die Stelle einer Opferschutzbeauftragten, geschaffen haben, weil ich finde es wichtig, und das sage ich ja auch schon seit Längerem, dass wir in der Innen- und Rechtspolitik so ein Stück weit den Fokus auch mal verändern müssen. Also wir beschäftigen uns ja immer viel mit den Täterinnen und Tätern von Straftaten, aber ich finde, dass wir eigentlich die Opfer auch in den Mittelpunkt richten müssen und gucken müssen, was können wir eigentlich für die Menschen tun, die Opfer einer Straftat geworden sind, und wie können wir diese unterstützen. Also insofern finde ich die Einrichtung einer solchen Stelle erst einmal im Grundsatz sehr richtig. Was ich dabei allerdings kritisiere, und das kennen Sie aus dem Ausschuss, ist, dass ja ganz offensichtlich hier im Haushaltsplan eine Rechenoperation vorgenommen wurde, dass Stellenanteile vom Justizbeauftragten zu Opferschutzbeauftragten gegangen sind. Und das finde ich ehrlich gesagt falsch. Sie haben im Ausschuss gesagt, dass es eine Rückläufigkeit der Eingänge bei dem Justizbeauftragten geben würde. Und das habe ich mir dann noch mal angeschaut. Ja, es stimmt, es gab in den letzten Jahren tatsächlich einen Rückgang. Aber ich frage Sie dann auch, haben Sie denn mal geschaut, woran das liegt? Zumal momentan die Belegung in den Justizvollzugsanstalten ja wieder ansteigt. Also wir haben wieder eine stärkere Belegung, demzufolge man aus meiner Sicht davon ausgehen muss, dass es auch wieder mehr Eingaben geben wird. Und deshalb finde ich es falsch, dass man hier beim Justizvollzugsbeauftragten kürzt, dass man hier zwei Stellen gegeneinander ausspielt, die beide in ihrer Funktion wichtig sind für den Bereich der Justiz. Und dass sie das so machen, dass sie beides gegeneinander ausspielen, das finde ich nicht richtig. Und ich möchte auch noch etwas anderes ansprechen, auch unter dem Aspekt der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit. Sie haben hier im Einzelplan 4 22 neue Stellen eingeplant für eine Gruppe zur Steuerung, Überwachung und Optimierung der bedarfsgerechten Verwendung der Ressourcen im Justizvollzug. Das mag als Aufgabe ja erstmal sehr sinnvoll sein, aber wenn Sie uns dann im Ausschuss sagen, und ich zitiere hier mal aus der schriftlichen Antwort des Justizministeriums auf meine Fragen, Zitat, die genaue organisatorische Ausgestaltung wird derzeit ebenso wie die inhaltliche Konkretisierung erarbeitet. Ja, da muss ich halt ganz ehrlicherweise sagen, das hat dann mit Haushaltswahrheit und Klarheit nicht mehr viel zu tun. Und das finde ich auch nicht richtig. Und mich wundert es auch ein Stück weit, dass die Abgeordneten von CDU und FDP dazu nichts sagen, weil sie sind in erster Linie Abgeordnete, die die Regierung kontrollieren und nicht nur die regierungstragenden Fraktionen. Und ich finde, das kann nicht sein, dass man Geld einstellt, ohne zu sagen, wofür es ist. Es ist ja so, dass wir im Bereich der Justiz in den nächsten Jahren wirklich große Herausforderungen vor uns haben. Ich will einmal den Bereich der Investitionen in den Gebäudebestand nennen. Da bin ich sehr gespannt, ob die eingeplanten Mittel hier im Einzelplan 04 wirklich reichen werden, um den Investitionsstau auch tatsächlich abzuarbeiten. Und das andere große Thema, was ansteht, ist das Thema Digitalisierung, also die Eröffnung des elektronischen Rechtsverkehrs und die Einführung der elektronischen Akte. Und da habe ich ja mal nachgefragt im Ausschuss, schon im September, also relativ zu Beginn unserer Ausschusssitzung. Und da wurde mir gesagt, ja, wir machen einen Masterplan, der wird Ende November, spätestens im Dezember dieses Jahres vorgestellt. Bisher habe ich davon nichts gesehen. Es ist aber eine der großen Aufgaben, die wir vor uns haben. Und da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Aber nicht nur auf Landesebene, sondern auch auf Bundesebene stehen uns ja sehr wichtige rechtspolitische Diskussionen bevor. Also wie ist denn zum Beispiel die Position hier des Justizministers zur Veränderung des Paragraphen 219a Strafgesetzbuch? Herr Laschet sagte uns ja hier immer, er will wieder dafür sorgen, dass Nordrhein-Westfalen auf Bundesebene wahrgenommen und vertreten wird. Naja, was heißt das denn in Bezug auf die Rechtspolitik? Also Herr Biesenbach, wie positionieren Sie sich denn zu diesen wichtigen rechtspolitischen, die ja auch nicht nur rechtspolitische Fragen sind, sondern auch gesellschaftspolitische Fragen? Was ist denn mit dem Thema Informationen für Frauen zum Thema Schwangerschaftsabbrüche? Kann es sein, dass Menschen dafür angezeigt werden? Ich finde, dafür brauchen wir eine rechtspolitische Diskussion.
Diskussion. Und ich möchte dann auch die Position hier des Ministers hören, denn es ist ja eine aktuelle Diskussion gerade im Bundesrat. Oder auch das Thema Musterfeststellungsklage bzw. Gruppenklage. Auch gerade wieder eine aktuelle Diskussion auf Bundesebene. Die grüne Bundestagsfraktion hat dazu einen Gesetzentwurf bereits eingebracht. Genau, die Redezeit. Das sind Themen, die müssen Sie angehen, und da erwarte ich, dass Sie das tun. Und Herr Biesenbach, das sei mir noch erlaubt zu sagen, jetzt, wo Sie das Kreistagsmandat ja auch abgegeben haben, nicht ganz freiwillig, ein bisschen Druck war dafür ja nötig, aber jetzt dürften Sie eigentlich die notwendige Zeit haben, genau diese großen Herausforderungen im Justizbereich anzugehen. Also machen Sie das. Wir werden es weiterhin kritisch begleiten. Herzlichen Dank.